Moin ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video möchte ich mit euch einen Beistelltisch für Laptop, Frühstück und Co. Ihr seht es im Background oder ihr habt es auf dem Thumbnail gesehen, aufbauen und gucken, wie das so ist. Ich brauche was anderes. Jeder hier ist nicht so optimal, wie ich das gern gehabt hätte. Hier ist der neue, den packen wir jetzt zusammen aus und bauen ihn zusammen auf. Das sollte eigentlich kein großes Hexenwerk sein. Es sind nur wenige Teile, die man anbringen muss. Und da schauen wir jetzt erstmal rein, wie viel das ist. Und da das Teil nicht so ganz günstig ist, kostet 83 Euro. Und ich glaube, aktuell gab es einen 12% Coupon bei Amazon zu aktivieren. Erwarte ich hier auch schon einiges. Denn 80 Euro oder 70, 73, irgendwie sowas habe ich jetzt bezahlt, ist schon eine Hausnummer. So, Fuß Nummer 1. Fuß Nummer 2. Der Tassenhalter. So, dann, mit Kabelbinder festgemacht, unsere Hauptplatte, Bedienungsanleitung und noch das U-Stück für unten drunter. So, wo ist denn jetzt mein Messer? Da. Also, Oberfläche fühlt sich schon sehr cool an. Schauen wir uns natürlich gleich noch aus der Nähe an. Ja, warum kaufe ich das Ganze hier? Das Teil ist mir ein bisschen zu klein und auch, ich kriege es nicht hier unter die Couch geschoben. Das sollte sich hiermit dann erledigt haben. Das probieren wir direkt mal aus. Passt, perfekt. Und dann kann ich halt hier schön von der Couch aus arbeiten oder auch, wenn ich live bin auf meinem Erstkanal, brauche ich nicht immer so nach vorne mich zu beugen und hab dann nachher Rückenschmerzen nach einer Stunde live sein. Deshalb schauen wir uns das hier mal an. So, noch ein Kabelbinder. So, Schrauben. Ja, Schrauben habe ich noch gar keine gesehen. Wo sind die denn? Hier sind nur so Dinger. Schrauben. Ja, habe ich jetzt noch gar keine gesehen. Sind sie noch hier drin? Habe ich sie übersehen? Nö, hier sind keine Schrauben. Hier ist nichts mehr drin. Das ist nur die Bedienungsanleitung. Das ist unser Imbus mit Schraubenzieher. Hier ist auch nichts. Hier hängt auch nichts dran. Also klasse, fehlen schon wieder die Schrauben, wenn ich das so richtig sehe. Könnte ich ja schon wieder kotzen am Strahl. Bim, hier bin ich wieder. Die Schrauben sind hier versenkt, liegen nicht lose bei, sondern sind in den einzelnen Elementen schon einmal vorgeschraubt. Wenn man natürlich in die Anleitung guckt und denkt sich, das muss irgendwo beiliegen, ist das natürlich. Naja, okay. Wir machen weiter und schauen uns das Ganze hier in Ruhe einmal an, wie das hier so funktioniert. Im Moment verstehe ich erstmal nur Bahnhof. Das hier gehört so rum. Dann installieren Sie. So, Step Number One. Das machen wir später. Den Tassenhalter machen wir, glaube ich, am Schluss dran. Die Bedienungsanleitung mit den Bildern ist wirklich nicht gut gelungen. Das hier wäre der Tassenhalter.
Den machen wir dann doch jetzt direkt dran, weil ich weiß nicht, ob ich nachher noch da dran komme. Ja, also ich hoffe mir, dass nur der Aufbau schlecht ist und das Endprodukt nachher richtig gut. Ich werde mal kurz ein bisschen Werkzeug wechseln, weil hiermit habe ich keine Lust, das Ganze zu fabrizieren. So, einmal das und dann suche ich meinen schönen Bosch Schraubendreher. Damit geht das dann alles ein bisschen leichter. Kann ich absolut nur empfehlen, das Ding. So, dann nehmen wir mal den hier, bevor ich mich hier zu Tode drehe. So, jetzt bleibst du wohl hier. So, das Ganze kommt dann hier unten rein und die Schraube kommt von oben wieder rein und dann kann man das Ganze hin und her drehen. Und fest. Und dann ist das nachher unser Kaffeebecher. So, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Was ist denn das linke Tischbein? Das hier ist auf jeden Fall das rechte. Das kommt dann hier so rein. Das kommt da vorne hin. Das muss auch da rein. Okay, vielleicht von oben. Also die Beschreibung ist wirklich nicht besonders gut. Okay. So, das dann so. Okay, hier das Teil an der Seite müsst ihr nach hinten ziehen und dann könnt ihr hier so einen Bolzen lösen, der hier drin ist, um das Ganze komplett nach vorne zu schieben. Dann kommt der hier wieder rein und hier haben wir dann einen Imbus. Da schaue ich mal gerade, ob ich den passenden zur Hand habe. Jawohl, dann geht das Ganze nämlich schneller. Aber sonst drehen wir uns hier nämlich zu Tode, glaube ich. Was haben wir hier drüben? Ah, das geht, ach, das geht auch passend da rein. Oder? Nee. Hier braucht man nämlich dann zum Beispiel schon einen zweiten Imbus, den wir gar nicht haben im Lieferumfang. Ach doch, das geht doch passend da rein und würde sich verkeilen. Okay. Okay, ab.
So. Muss jetzt noch ein bisschen, Huch. So, passt. Dann nehmen wir den zweiten Fuß. Auch hier müssen wir wieder. Das Ganze hier reinschieben, das wird von hier hinten geschoben. Einmal den Keil entriegeln, perfekt. Ich mache hier vorne das Schräubchen rausdrehen, das hätte ich vielleicht vorher machen können. Aber da sind wir ja gleich schon fertig. Das war ja dann relativ leicht, würde ich mal sagen. Wobei die Beschreibung sehr schlecht war. So. Einmal, zweimal. So, dann hätten wir das. Hier wäre dann unser Kaffeebecher. So, dann. Jetzt eigentlich nur noch zum guten Schluss hier das hier dran machen. Heißt, wir müssen da oben die 6 Schräubchen rausmachen. Warum fällt denn hier mein Eimer? So, wackelt auf jeden Fall schwer. Das gefällt mir jetzt erstmal gerade im Moment gar nicht, muss ich sagen. Aber gleich mal gucken, wie es aussieht, wenn er auf den Füßen steht. Also ein Wackelding wollte ich nicht haben, weil ich seekrank werde. So. Kann aber natürlich jetzt gleich durch das Verbindungsstück sich hier auch noch mal eine ganze Ecke stabilisieren, weil dann hat es nicht mehr so viel Spiel. Hat es immer noch. Aber wir schauen uns das gleich mal in Ruhe an. Erstmal jetzt festschrauben. Also ich kann diesen Bosch-Schrauber hier nur absolut empfehlen. Gerade um Möbel aufzubauen, ist der wirklich perfekt. Oh, Alter, jetzt bin ich auf den Knopf gekommen. Ist der wirklich perfekt. Weil der ist nicht schwer und hat genug Wumms, um die Schrauben reinzuballern. Und ist auch schön einstellbar, dass ihr bei irgendwelchen Spanplattenmöbeln da nicht direkt alles kaputt macht, wenn ihr da zu sehr reinballert. So, das wär's dann gewesen. Jetzt stellen wir das gute Stück mal hier hin. So, dann wäre der hierdurch klappbar, also im Winkel verstellbar, hier an den Seiten die 2 Dinger ziehen und dann kann man das einstellen. Schon mal sehr nice. Ist natürlich jetzt viel zu tief, ist aber ja in der Höhe verstellbar. Dafür muss ich jetzt erstmal gerade suchen, wo die Nupsis zum Verstellen sind. Hier ganz unten. Okay, das muss man dann so etappenweise machen. So, mal schauen. Reicht das schon? Ja, vielleicht noch eine Stufe höher. So. Und dann, wenn ich dann schön hier sitze, dann vielleicht noch ein bisschen schräg,
Dann kann ich schön arbeiten. Und ja, oder online sein, beziehungsweise live sein. Und muss mich jetzt nicht die ganze Zeit nach vorne lehnen. Kann auch noch meinen Kaffee trinken. Also ist auch noch ein schöner Beistelltisch. Wackeltechnisch ist es in Ordnung. Ich denke, wenn vor allem was draufsteht, passt das schon. Sah anderweitig wackeliger aus, wie es ist. Aber ich möchte euch den natürlich noch kurz zeigen aus der Nähe. Hier oben ist so eine Lederbeschichtung drauf. Hier unten haben wir auf beiden Seiten diese Nupsis, die ihr eindrücken müsst, um die Höhe zu verstellen. Wir haben insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Möglichkeiten, um die Höhe zu verstellen. Dann sind hier so zwei Flügel an der Seite. Wenn wir die an den Seiten ziehen, können wir den Winkel verstellen. Hier können wir das Tablet einspannen. Könnt ihr Tablet reintun oder euer Handy. Kann ich euch auch noch ganz kurz demonstrieren. Das ist dann als Halterung gedacht. Hier so. Die Oberfläche gefällt mir gut. Massiv wirkt das Ganze auch. Ist es mir oder wäre es mir in der Regel so viel Geld wert? Nein. Für 50 Euro okay, aber 70 finde ich schon echt viel für so ein einfaches Prinzip. Aber ich brauchte es nun mal, um es besser hier zu haben. Und ja, deshalb. Und das war das Einzige, was ich so gesehen habe. Hier haben wir dann noch den Kaffeebecher. Können wir unser Gönnergy oder so abstellen oder Energy Drink, Kaffee, whatever. Ja, groben und ganzen ist es okay, aber könnte 20, 30 Euro billiger sein. Okay, das soll es gewesen sein, war mal wieder ein Aufbauvideo. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.